Herzlich willkommen heute im MBFF beim Schlussevent der diesjährigen Zukunftswerkstatt. Was wäre, wenn in der Schweiz bis im Jahr 2035 50% Bioanteil wäre in der Landwirtschaft? Was würde das bedeuten? Was wären das für Herausforderungen? Was wären die Auswirkungen? Wir haben im März angefangen mit einem Online-Kickoff, wo verschiedene Akteure aus der ganzen Wertschöpfungskette der Ernährungs- und Landwirtschaft zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, zu diesen Fragen möchten wir uns austauschen. In diesem Video werdet ihr sehen, was am Ende dieses sehr produktiven Jahres entstanden ist. Die Arbeitsgruppen haben zu den wichtigsten Themen gearbeitet, nämlich Produktionstechnik, Auswirkungen auf Umwelt, Vermarktung, aber auch die Einbettung in die gesamtgesellschaftlichen Kontext und die Politikmaßnahmen, die dazu notwendig wären. Was wäre, wenn 50% Bio? Dann sind eben resiliente Produktionssysteme sehr wichtig und zentral. Und das zentralste Element bei diesen Produktionssystemen ist ein gesunder, selbstregulierender Boden. Bio muss sich betreffend Bodenfruchtbarkeit weiterentwickeln, dass die Produktqualität deutlich besser wird, dass sie sich abhebt. In unserer Arbeitsgruppe Produktion haben wir uns mit dem Thema Wissenstransfer auseinandergesetzt, damit man dann auch mehr Bio in der Produktion erreichen kann. Also mehr Bio in der Ausbildung, dann bräuchte es auch mehr Leute in der Beratung. In unserer Arbeitsgruppe Nachernte, Verarbeitung, Distribution und Vermarktung haben wir vor allem diskutiert, dass in der Convenience-Produktion etwas gehen muss. Insbesondere bei der Außerhausverpflegung ist es heute so, dass Leute, die normalerweise Bio konsumieren oder konsumieren möchten, dass diese nicht die Wahl haben, weil vorverarbeitete Produkte noch kaum in Bioqualität vorhanden sind. Ein weiteres Thema, das ich sehr spannend fand, war die Lagerhaltung, also die Option, einen Puffer zu schaffen, um auch ein bisschen ein ausgewogeneres Angebot und somit auch ausgewogenere Preise zu erhalten. Um die Herausforderung im Bereich Umwelt- und Kollateralschäden zu lösen, war es uns ein zentrales Anliegen, den Austausch zwischen Praxis und Forschung zu fördern. Zum Beispiel mit einer Plattform, wo die Praxis, Landwirtinnen, innovative Maßnahmen einbringen können, die dann von der Forschung aufgenommen werden. Bei der ursprünglichen Frage haben wir angenommen, dass Richtlinien oder Richtlinienbeschränkungen ein Hindernis sein könnten, wenn es darum geht, den Biolandbau bis auf 50% auszuweiten. Das war die Ausgangslage und die Diskussion hat dann eigentlich relativ rasch in eine ganz andere Richtung geführt, indem gesagt wurde, aus Praxisseite, eigentlich ist es schade, dass die Richtlinien so durchreglementiert sind und alles quasi verbieten. Eigentlich wäre der Wunsch, dass die Praxis, dass die Landwirtinnen und Landwirte eher Ziele formulieren können und formuliert bekommen, die sie dann mit geeigneten Methoden erreichen können. Die Umkehr der Gestaltung der Richtlinien, eben von top-down zu bottom-up, wäre nach meiner persönlichen Einschätzung ein großer Gewinn. Man müsste Zielvereinbarungen formulieren, die der Betrieb im Rahmen einer Zeit einhalten muss und die regelmäßig kontrolliert werden. Dann hat er selber die Gestaltungsmöglichkeit, wie er zu diesem Ziel gelangt. Ich war Mitglied der Gruppe Ethik und für mich ist ein sehr wichtiges Highlight ist die Art und Weise, wie wir 7 Personen miteinander arbeiten konnten. Und wir haben auch festgestellt, dass man im System denken muss. Und in diesem Ernährungssystem ist sowohl Landwirtschaft wie Zulieferindustrie, die Konsumierenden, die Bürgerinnen und Bürger. Und all diese können nicht einfach isoliert etwas ausdenken. Man muss es zusammen ausdenken.
Diskussionen über Ethik fordern sehr viele Menschen heraus. Und es hilft, wenn eine Gruppe diesbezüglich schon Vorschläge machen könnte, eine Auslegeordnung machen. Als Beispiel, Spermasexing wäre ein Thema, Kükentöten ist sehr aktuell. Um Veränderung anzustoßen in der gesamten Gesellschaft, macht es vielleicht Sinn, dass man das nicht national oben herab oder national gesamthaft organisiert, sondern eben lokal oder regional. Also ein möglicher Ansatz ist die soziokulturelle Animation. Das Wesentliche hier ist der Bottom-up-Ansatz. Da gibt es ja in der Schweiz ganz viele Beispiele. Beispiel Ernährungsforum Zürich. Vielleicht muss man lokal beginnen, damit dann national daraus was zusammenwachsen kann. Wir haben heute wunderbare Ideen gehört. Auf verschiedenen Seiten, wie können wir die Gesellschaft mit einbeziehen? Ein Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist, Kostenwahrheit. Mit den wahren Kosten wird sich das Konsumverhalten der Gesellschaft verändern. Und da ja die Landwirtschaft das produziert, was von unserer Gesellschaft und unseren Kundinnen und Kunden bestellt wird, wird sich auch die Landwirtschaft verändern. Ich fand den Tag sehr interessant. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass in, glaube ich, mindestens drei Arbeitsgruppen der Wissenstransfer sowohl von der Forschung zur Praxis wie von der Praxis zur Forschung als dermaßen wichtig angeschaut wurde. Der Prozess mit den Arbeitsgruppen fand ich, mindestens auf unsere Arbeitsgruppe bezogen, sehr gut. Wir hatten einen engagierten Austausch und wir hatten auch eine sehr gute Leitung. Also ich fand die Arbeit in der Arbeitsgruppe sehr wertvoll und spannend. Und ja, es ist im Moment ja noch offen, wie es weitergeht. Mein Wunsch wäre, dass es strukturiert weitergeht. Für mich war das heute wie so einen krümeligen, gut durchwurzelnden Nährboden schaffen, der bereit ist, dass da wirklich was Neues auch drin wachsen kann. War das nicht die eine Formulierung, man muss es bodenständig zum Fliegen bringen jetzt? Ah, ja, genau. Ich glaube, die Zukunftswerkstatt war ja im Konjunktiv formuliert und wir haben uns immer auf Fragen konzentriert. Was wäre, wenn? Und was sind unsere Kernfragen? Und das war sehr gut, um zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen und weiterzudenken. Ich glaube aber, dass man jetzt heute auch gemerkt hat an diesem Tag, jetzt entsteht so das Bedürfnis, das in den Indikativ zu bringen. Jetzt möchte man wirklich etwas tun und etwas umsetzen. Also ich wünsche mir schon ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt weiterverfolgt werden. Ich bin ein Macher, sage ich. Ich möchte, dass umgesetzt wird. Es hat extrem viel Spaß gemacht, in dieser Ethikgruppe zu diskutieren. Wir waren sehr unterschiedliche Leute und es war wirklich eine sehr inspirierende Gruppe. Das war für mich wirklich ein Pilot. Warum? Es sprechen alle von Co-Kreation, es sprechen alle von Living Labs. Und ich finde es wirklich sehr schön, dass wir jetzt hier gemeinsam gesagt haben, jetzt machen wir es, wir bieten den Rahmen und schauen, was rauskommt. Der Ansatz, das in dieser Plattform zu diskutieren, fand ich extrem mutig seit der NBFF. Ich muss sagen, es hat funktioniert. Wir haben sehr viele Stakeholders zusammengebracht. Wie geht es jetzt weiter? Die Resultate des heutigen Tages und der Arbeitsgruppen werden in einem Werkstattbericht zusammengefügt und dort werden dann auch die erarbeiteten Handlungsempfehlungen aufgeführt. Der Werkstattbericht ist ein sehr wichtiges Dokument, aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass die Energie, die entstanden ist, diese Energie, die muss mitgenommen werden. Also wir in der Ethikgruppe haben bereits beschlossen, dass wir uns weiter austauschen werden und uns zu ethischen Fragen zusammensetzen und diskutieren.